Herzlich willkommen zu Telecasino, der ersten Online-Live-Gaming-Show der Schweiz. Woohoo! Und wer hat's gedacht, wir spielen Blackjack. Und zwar wie jeden Tag, Montag bis Freitag, immer am 2. Wir sind genau pünktlich und du bist auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt musst du nur noch etwas machen, und zwar Telefonnummer anrufen. 079 336 29 93. Das ist die Nummer zum Sieg. Ja. Ja, und ich freue mich schon, wenn da der erste Anrufer kommt. Dann scheppert es nämlich da in unserer Chipsvase rein, weil da ist unser super Handy, wo alle Anrufer entgegennimmt. Also, ich bin schon sehr gespannt. Wir haben schon ein paar Sendungen hinter uns. Gestern ist Melli, hat Blackjack gehabt, gerade als erstes zu sich gekommen ist. Und hat dann schliesslich auch gewonnen. Also, sie ist Tagessiegerin geworden und ja, hat da ein schönes Kartenset mit teilgenommen. Und das gibt es natürlich auch wieder heute zu gewinnen für den Gewinner. Also für den, der am Schluss mehr Chips heimnimmt. Es ist egal, welche Farbe. Es haben hier alle Chips von der gleichen. Also alle Farben haben den gleichen Wert. Das spielt keine Rolle. Aber es kann natürlich sein, dass der erste Kandidat irgendwie 2 mit heimnimmt. Der zweite dann aber irgendwie 5 oder so. Dann hat der zweite gewonnen, oder? Klar. Sonst würden wir euch wieder kontaktieren, falls ihr den ersten Anrufer war und so weiter. Für den Gewinner stehen absolute Megapreise zur Verfügung. Und zwar ein Keyfinder von help.ch. So verliert man den Schlüssel nie mehr. Unmöglich. Oder da haben wir 2 verschiedene Original-Kartensets direkt aus Las Vegas. Eines aus dem Casino. Jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig sage. Aria. Genau, und das ist der Wahnsinn. Also mehr Luxus geht nicht mehr. Überall bling bling. Ja, da lohnt sich schon mal dort vorbeizugehen. Und mit dem sind sie da schon ganz nah dran. Dann das zweite Casino ist Excalibur. Ja, da denkt man natürlich gerade an das Schwert, oder? Aber es hat auch etwas damit zu tun, wenn ihr einmal googelt. Oh mein Gott, das ist wie ein Schloss und wirklich versetzt einen gerade in eine ganz andere Zeit. Und das sind original Playkarten. Also mit denen wird auch in diesem Casino gespielt. Ja, gute Preise, gutes Spiel, Blackjack, 3 zu 2 bei uns. Ich bin euer Dealer. Traut euch, läutet an auf die Nummer 079. 336, 29, 93. Jetzt kann ich den langsam auch auswendig. Und haben keine Angst, also man kann nicht verlieren. Wenn ihr hier ankommt, per Anruf, kommt ihr automatisch für ein Spiel 5 Chips über. Von irgendeiner Farbe. 5 Chips gehören automatisch euch. Dann frage ich euch, was ihr setzt. Ihr könnt setzen. Nachher geht das Spiel los, oder? Die Katze ist auch schon ganz aufgeregt und das Zabeln herum. Genau, wenn ihr jetzt aber wirklich verlieren, ist so ein böses Wort, aber eigentlich kann man da nicht verlieren, weil wir haben ja noch unsere Glückstafel. Da können wir drehen. Du wählst eine Farbe aus und falls du die Farbe triffst, dann kannst du trotzdem einen von den Hauptpreisen aussuchen. Und wenn du es nicht triffst, ich meine, es ist auch relativ schwierig, muss ich zugeben, also ich habe es noch nie geschafft. Respekt, wenn du da mal ausprobieren willst. Oh, jetzt haben wir den ersten Anrufer. Wieder Chips zurück an Platz. Und dann sind wir gespannt, wer hier an der Leitung ist. Hallo. Hallo. Da ist Telecasino und du bist live im Fernsehen, im Online-TV. Freut mich, ich bin der Silas. Wer bist du? Entschuldigung. Der Silas. Der Silas. Ja. Silas, von wo kommst denn du? Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, aber ich muss dann zum Anfang studieren. Okay, was studierst du? Uiuiuiui, ui, ui, ui. Ja, das klingt kompliziert. Das sollte ja Blackjack kein Problem sein für dich, oder? Eigentlich nicht, nein. Hast du schon ein bisschen Erfahrung damit? Ja, ich bin auch schon das eine oder andere Mal. Okay, wo machst du das? Also in einem richtigen Casino warst du oder einfach unter Kollegen? Oder? Beides eigentlich. Also meistens im Casino, aber auch schon mit den Kollegen am Abend. Okay, cool, cool. Hey, super, dass du angerufen hast. Da freue ich mich. Ich habe ja einen richtig erfahrenen Profi bei mir. Jetzt bin ich da fast ein bisschen nervös. Aber starten wir mal. Du kommst, wie gesagt, 5 Chips über zum Starten.
Das sind deine Chips hier bei der Katze, schön bewacht. Und jetzt frage ich dich natürlich als erstes, was willst du setzen für die erste Runde? Wir spielen 3 Runden und dann ist es vorbei. 3 Runden, dann fange ich doch mit 2 an. Mit 2, okay, gut. Dann setzen wir hier 2. 2 Chips sind gesetzt für dich. Silas, bist du bereit? Ja. Okay, also deine erste Karte. Kreuz 9. Für mich gibt es einen Verdeckten. Deine zweite Karte. Herz, Bauer. Ja, das sieht schon mal nicht so schlecht aus, oder? Schau, was ich habe. Oh, Ass, Kreuz, Ass. Ja, jetzt frage ich dich, Hit or Stand, was machst du? Das ist jetzt eine kleinere Frage. Ist nicht so leicht, ja. Du hast gute Karten, ich bei mir sieht es aber auch nicht so schlecht aus, oder? Das ist so. Ja, ich glaube, ich bleibe. Du bleibst. Das Risiko ist nicht gross. Okay, okay. Verstehe ich, verstehe ich. Jetzt schauen wir noch, was ich hier herzaubere. Ja, du, jetzt muss ich dir sagen, Tag sieht relativ schlecht aus für dich. Ich habe nämlich hier einen Blackjack, quasi. Ja, das ist schade, ja. Macht nichts, das war erst die erste Runde. Also, die Chips kommen leider wieder in die Bank zurück, aber du hast ja noch 3. Zweite Runde, bist du bereit? Ja, gerne. Tu noch mal ein bisschen durchmischen hier. So, also. Wie viele Sätze hast du? Hast du noch 2 Runden vor dir? Nochmal zwei. Okay. Und so auch besser. Ja, hoffe ich auch. Also gut. Dann läuft es jetzt. Und das ist die erste Karte. Karo 6. Für mich gibt es einen Verdeckten. Und die zweite, Karo 8. Fast eine Reihe da, he? Und für mich, ich habe. Wir haben es ein bisschen mit den Karos hier. Karo 4. Ja, das ist jetzt komplett anderes Deck als vorher. Gleich schwierige Entscheidung. Ja, dann nehme ich noch mal eine Karte. Nimmst du noch eine? Okay. Also im Moment, liebe Zuschauer, für die, die es nicht haben gesehen haben, der Silas hat 14 Punkte, er wünscht noch eine Karte und das ist... Ui! Ass! Ja, jetzt musst du entscheiden, was machst du? 15 Stand. Entschuldigung? Nehme 15. Aha. Und bleibe. Super. Keine Karte mehr? Nein. Gut. Also, dann schauen wir mal, was ich hier habe. Ja, ja, nicht gerade viel. He? Also, ich habe 7 Punkte momentan, das heisst, ich muss noch weiterziehen. 11 Punkte, ich muss immer noch weiterziehen. Und dann habe ich noch 21. Ich weiss nicht. Es tut mir wirklich leid, also wirklich. Ich kann es nicht beeinflussen, oder? Aber heute ist ein guter Tag, nur nicht für dich, sondern eher für mich wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Hey, danke. Dann haben wir wieder zurück in die Bank. Aber hey, du hast noch eine Runde und noch ein Chips. Also es ist noch nichts verloren. Und ich meine, kann sein, dass der Anruf für Nacht dir ja nicht so gut abschneidet oder schlechter. Dann hast du trotzdem gewonnen, oder? Ja, hoffen wir am besten, oder? Ja, da hoffe ich also auch. Also, willst du den Chip noch setzen? Ja. Gut, den setzen wir. Ja, genau. Also gut, die Hoffnung bleibt auf jeden Fall. Du bist ja schon ein bisschen ein optimistischer Fall, oder? Ja, so muss man halt bleiben, oder? Das stimmt, ja. Immer wieder nett lächeln und winken. Genau. Ich bin mal gut. Genau. Also, dann schauen wir, was die dritte Runde für dich so bringt. Deine erste Karte ist Herz, Dame. Fällt doch schon mal gut an. Dann für mich und die zweite, Kreuz 3. Ich habe hier, ja auch ein 3, aber ein Herz. Ja, 13 Punkte für dich, Silas, im Moment. Was machst du? Ja, nehme ich nochmal eine. Nimmst du noch eine? Gut. Ja. Aha, dann haben wir hier 8. Ja, das ist jetzt aber das ist eine schöne Zahl, die du hier jetzt zusammengewürfelt hast, oder? Ja, finde ich auch. Ich bin einmal Glück. Also, ich glaube, jetzt in jeder Runde hat jemand 21 hergebracht, oder? Zweimal ich und nicht so du.
Also, sehr gut. Ja, ich muss eigentlich gar nicht weiterspielen. Das ist quasi schon gemacht, oder? 13:23 hätte ich sowieso verloren. Hey, gut. Ja, wunderbar. Du kommst gerade einen zweiten Chips dazu. Das geht hier wieder an die Katze. Und zwei Chips ist deine Endposition. Also, wenn der Anrufer nachher oder die Anruferin nachher mehr als zwei hat, dann ist sie oder er Tagessieger. Vielleicht bist es aber auch du. Für was würdest du dich entscheiden, wenn du könntest? Wir haben. Ja, schon, dass ich ein Tagessieger bin, aber ich wünsche mir natürlich auch viel Glück. Ja. Und Preise, weißt du, was könntest du bekommen? Ich habe, glaube ich, Spielkarte genommen. Okay, dann haben wir sogar jetzt zwei. Von Aria und Excalibur. Ja. Da könntest du noch mal auslesen. Also kannst du dir ja noch ein bisschen Gedanken machen. Wir würden uns wieder melden, falls du es schaffst. Ja, würde mich freuen. Ist gut. Wenn wir hier gleich noch, falls es nicht so weit kommt, können wir hier noch drehen. Kannst du noch eine Farbe sagen? Nehmen wir rot. Rot. Okay. Und es läuft. Oh. Ganz knapp hast du da gesehen. Nein, ist knapp. Ja. Sehr knapp gewesen. Leider verloren. Aber eben, du kannst immer noch Tagessieger werden. Wenn nicht, dann kommst du trotzdem noch einen Trostpreis über. Und zwar den kleinen Glückschip hier. Das ist doch immer gut, oder? Das würde ich wieder. Das ist wirklich ein schönes Exemplar hier. Bringt ein bisschen Glück ins Leben. Und einfach ein bisschen Freude. Und ein Andenken, oder? Ja, das ist. Super, hey Silas, wollte dich nicht mehr weiter aufhalten. Danke, hast du angerufen, war cool. Und hoffentlich bis nachher. Ja, danke vielmals fürs Spiel. Danke bis dir. In diesem Fall, ciao und mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war jetzt der Silas. Jetzt schauen wir mal, wer hier die Herausforderin oder der Herausforderer ist, wer sich wagt. Zwei Punkte kommen hier her auf die Startposition 1. Das ist für Silas. Ja, jetzt warte ich da noch ein bisschen. Schade, habe ich da niemanden, der mir einen Witz erzählt oder so. Vielleicht weisst du ja einen, der Leute einfach an, oder? Wir nehmen auch Witze, wenn du nicht spielen willst. Ist auch okay. Und ja, oder wenn du schon etwas Spannendes erzählen willst, Leute ist auch. Wir können nebenbei auch noch ein bisschen Blackjack spielen. Du kannst etwas gönnen. Da hat doch niemand etwas dagegen, würde ich sagen. Ja, können wir hier noch ein bisschen mischen. Unser Sponsor übrigens, von dem haben wir die tollen Preise, ist casinoshop.ch. Dort müsst ihr unbedingt auch mal vorbei, entweder online im Shop oder gerade direkt in Freienbach. Und wir haben jetzt schon wieder den nächsten Anrufer. Achtung, nehmen wir doch gerade ab. Annehmen. Hallihallo. Hallo, wer ist der Pascal? Pascal, da freut mich jetzt aber. Hoi und herzlich willkommen bei Telecasino. Ja, cool, bin ich wieder, da war ich. Ja, super, finde ich auch super. Hey, du klingst richtig motiviert, oder? Da kann auch gut rauskommen. An so einem schönen Tag. Genau, an so einem schönen Tag muss man unbedingt Blackjack spielen. Ja, genau. Gut, also wie gesagt, kennst du die Regeln, oder? Ja, ich kenne es. Du kennst es. Hey, super, dann muss ich gar nicht mehr gross drum herumreden. Dann können wir gerade starten. Ja, genau. Ja. Super. Du hast 5 Chips. Wir starten mit der ersten Runde. Wie viel willst du setzen? Ja, ich fange mal gleich an mit 2 Chips. 2 Chips, okay. Ja. Gut, die sind gesetzt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. He? Ja. Also, erste Runde für dich, Pascal. Wir spielen 3 Runden. Gut, ja. Deine erste Karte. Aha, Kreuz 6. Für mich eine. Und hier noch Pik 9. Also 15 Punkte für dich. Ich habe einen Pik 6. Okay. Was machst du? 15 Punkte hast du schon mal, nicht schlecht. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ich gehe mal Risiko, ich nehme noch eine. Nimmst du eine? Okay, super. Ja. So macht es Spass, oder? Das ist doch gut. Ja, stimmt doch. Also. Oh, nein, das tut mir jetzt wirklich weh, gerade im Herz. Pik 10.
Das bedeutet, ja. Du hast 25 Punkte. Das ist zwar eine schöne Zahl, aber in diesem Fall nützt es dir auch nicht viel. Ja, zu viel. Ja, ist ein bisschen zu viel. Über 21, also ist es ja, vorbei. Ich hätte hier noch ziehen müssen. Ja, noch. Tut mir leid, aber die muss ich jetzt noch. Zwei nehmen. Ja. Aber hey, das war ja zum Einwärmen, oder? Da hast du extra ja, genau, gemacht. Genau, ja. Kann auch noch besser. Genau. Also. Jetzt hast du immer noch, du hast ja noch zwei gesetzt, also du hast noch drei Chips für zwei Runden, also das ist schon mal gut. Wie viele Sätze hast du als nächstes? Ja, ich nur einen setzen. Einen, okay. Ja. Der ist gesetzt. Deine erste Karte ist Kreuz 2. Eine für mich. Und zweite Karte, oh, Pik Queen. Also 12 Punkte für dich. Ich habe hier euch, ich habe auch Herz, Bube. Knifflig, knifflig, knifflig. Pascal, jetzt musst du mir helfen. Was willst du machen? Ja, ich gehe nochmal Risiko. Ich mache nochmal Karten. Ja, genau. Das ist gut. Also Achtung, da kommt jetzt da. Und, aha, Kreuz 4. Ja, das sieht doch jetzt gar nicht mal so schlecht aus momentan, oder? Ja. Moment, sieht gut aus, ja. Willst du noch eine oder sagst du, jetzt längt es aber? Nein, jetzt längt es, glaube ich, ja. Längt es. Dir ja. Längt es wieder, he? Also, dann schauen wir, was ich habe. Aha, schau mal, wir haben die gleiche Ausgangslage. He? Oh, Pik 2 habe ich da. Also ich habe 12 Punkte, das heisst, ich muss noch weiterziehen. Und schon ist es vorbei für mich, weil ich habe Pik, Junge. Das bedeutet, ich habe jetzt 22 Punkte und somit automatisch verloren. Und du bist unser Sieger in dieser Runde. Ah, sehr gut. Gratuliere. Ja, danke. Super. Du hast leider noch einen Chip gesetzt, aber kommst dafür trotzdem wieder einer dazu über. Insgesamt ja, immerhin, gell? Man muss sich ja an den kleinen Sachen freuen. Ja, genau. Also, 4 Chips sind in deiner Tasche momentan und wir starten bereits die letzte Runde. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Keine Angst. Nein, nein. Bist du so ein furchtloser Typ? Gehst du gerne mal ein Risiko ein? Ja, hin und wieder schon, ja. Hin und wieder muss man da haben. Ja, nein, ja. Gut, dann machen wir doch jetzt. Also, deine erste Karte in der letzten Runde. Herz 7. Gut, ja. Mhm. Zweite Karte, Karo 5. Und für mich, ich habe hier ein Herz 4. Ja, 12 Punkte wieder mal für dich. So weit sind wir auch schon gekommen. Ja, ich nehme noch eine. Nimmst du noch eine? Okay. Ja. Nochmal für dich ein 10. Ah! Knapp daneben. Ja, eine zu viel. Hey, 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 hey. Das geht so nicht. Ja, zu viel, he? Ich hätte da auch noch. Ja, ja. Ja. Ja, tut mir leid, Pascal, also... Ja, ja kann man nichts machen. Ja, ist jetzt natürlich blöd. Oh, weißt du, jetzt haben wir etwas falsch gemacht. Ach so? Ja, jetzt haben wir nämlich gar nichts gesetzt. Oh. Jetzt hast du, jetzt ja. Hast du eigentlich noch Glück gehabt. Ja, ja. Also weißt du, dann machen wir, tun wir den nochmal wiederholen. Das hat niemand gesehen. Ja, ist gut, ja. Weil sonst wissen wir nicht, wer unser Tagessieger ist und das wäre natürlich ja, ja. Schade, oder? Also, dann machen wir die dritte Runde nochmal. Was willst du setzen? Ja. Ich setze ein Chip, okay. Ja. Also, deine erste Karte, Pik 4. Für mich eine und für dich, Kreuz 9. Für mich kommt eine, Karo 10, habe ich hier. Du hast 13 Punkte. Was machst du? Ja, ich glaube, ich nehme doch noch Karten. Ja. Okay, okay. Aha, ein 2. Herz 2. Also keine schlechte Entscheidung gewesen. Du bist noch ein bisschen weiter am 21. hergekommen. 15 Punkte. Willst du noch eine? Oder sagst du, ist mir zu heiß? Nein, ich nehme noch eine. Nimmst du eine? Die letzte Runde. Ja. Gut, 7, Pik 7. Ja, und da muss ich sagen, das war jetzt schon wieder ein bisschen zu viel. Ja.
Wieder zu viel. Also, es hat leider nicht nichts gebracht, auch wenn wir es jetzt zweimal gemacht haben. Tut mir leid für dich. Der Chip geht weg. Aber hey, ich habe trotzdem eine gute Nachricht für dich. Weil, du bist unser zweiter Kandidat, hast 3 Punkte. Und schau mal, was hier der erste hatte. Ah, der erste hatte weniger, oder? Ja, der erste hatte 2 Chips. Das heisst, du, Pascal, bist unser Tagessieger. Woo! Ja, nein, gut. Cool, oder? Ja. Hey, ich kann freuen. Hey, super. Der Silas war vor dir. Silas, du bist leider nicht Tagessieger geworden, aber du hast dafür hier den Trostpreis bekommen. Der wird dir zugeschickt, der Glückschip, der dir im echten Leben Glück bringt. Und du, Pascal, du darfst jetzt, hast die Qual der Wahl. Also, wir haben hier 2 Kartensets, original aus Las Vegas, von der Original Casino, eins von Excalibur und eins von Aria. Und ein Health.ch Keyfinder. Für was entscheidest du? Ja, ich nehme glaube den Keyfinder, das ist gut. Okay, bist du jemand, der immer seinen Schlüssel verliert? Ja, hin und wieder lassen liegen, ja. Ja, das kenne ich gut, ja. Also ja, gut, dann freut uns, dann schicken wir den direkt zu dir heim. Super, freut mich. Ja, uns noch viel mehr, danke vielmals fürs Mitmachen, erzählen es euren Kollegen, immer am 2, Montag bis Freitag auf telecasino.ch. Hey, tschüss Pascal! Super, ja! Tschüss! Ciao! Ja, und so schnell kann es gehen. Wir haben schon wieder einen Tagessieger gehabt. Gestern Meli, heute Pascal. Ja, für den Silas hat es nicht ganz gelangt. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 3-2 Chips. Aber schlussendlich entscheidet die Anzahl. Also, wenn ihr denkt, ihr möchtet auch mal mitmachen, dann geht doch auf telecasino.ch und meldet euch dort online an. Oder läutet einfach an auf Telefonnummer 079 336 29 93 und zwar immer während der Sendung. Nur während der Sendung kann man diese Telefonnummer anrufen, sonst geht ihr eben online auf telecasino.ch. Wir sehen uns morgen wieder und behaltet euch das Pokerface. Und ich bin schon gespannt, wer da morgen der Tagessieger wird. Tschüss!